So, und damit herzlich willkommen zur nächsten Folge von The Long Dark in der Version 2.5.6 nach dem großen neuen Update. Und ich frage mich jetzt gerade, warum da unten dieser fette schwarze Balken ist. Der ist mir jetzt aber gerade wurscht. Den haben wir in der nächsten Folge nicht mehr. Den lassen wir jetzt einfach durchlaufen. Sind einige sehr hübsche Sachen dazugekommen. Und zwar ist es das komplette Interagieren mit der Umgebung im Prinzip geworden, dass wir jetzt im Prinzip jetzt nicht nur mit Schränken, Betten oder Öfen oder sowas interagieren können, sondern tatsächlich auch beispielsweise mit diesem Stuhl. Und aus dem Stuhl kriegen wir zum Beispiel jetzt 3 Altholz. Was wir nicht mehr können, ist einfach jetzt hier drin in dem Menü nach irgendwas suchen. Das haben sie komplett rausgenommen. Finde ich eigentlich auch sogar ziemlich gut. Ich glaube, das habe ich sogar in der letzten Folge noch gesagt gehabt, dass ich mir sowas eigentlich wünschen würde, weil es irgendwie, naja, eine Spur authentischer, realistischer, was auch immer ist. Und wir wollten jetzt mal eben ganz schnell unser Zeug aus der Tasche packen, denn wie ich in der letzten Folge gesagt habe, Ende, ich sollte mir das bitte anhören und damit ich weiß, was ich denn als nächstes vorhatte. Und jetzt weiß ich's. Ich wollte Material rüber auf die andere Karte schaffen und das alles möglichst zu einem großen Lager zusammenpacken. Was auch neu dazugekommen ist, ist das Stamina bzw. Ausdauer System. Man sieht es oben rechts gerade. Also wenn ich sprinte, dann geht es auf die Ausdauer. Und die muss ich erstmal langsam wieder regenerieren. Unter anderem bezieht sich das auch auf den Beladungszustand. Ich glaube, es geht jetzt gar nicht hoch, solange ich so überladen bin. Sieht man unten links. Ah, es geht nicht wirklich nach oben oder wenn nur sehr lange, langsam. Was einen dazu bringen soll, im Prinzip zu überlegen, lohnt es sich wirklich in jeder Situation zu sprinten oder naja, achte lieber ein bisschen auf deinen Überladungszustand, weil ansonsten kannst du eventuell vor einer potenziellen Gefahr nicht mehr weglaufen, etc. pp. Finde ich auch gut. Will ich auch behalten. Finde ich toll. Und die Wartflächen lassen wir ganz kurz eben hier. Das wollte ich ja mitnehmen. Wieso habe ich denn immer noch 36 Kilo? Was wiege ich denn hier so? Die Flinte wiegt was? Ist da jetzt ein... Achso, ne, das sind die Gewehrkugeln. Ich habe jetzt gedacht, da wäre so ein Bajonett vorne dran. Ist aber gar nicht. Hier sind auch noch ein paar Symbole dazugekommen. Auch hier sind nochmal ein paar Sachen überarbeitet worden. Die Condition und das Gewicht steht auch nochmal irgendwie anders. Das war vorher auch anders. Ich weiß gerade gar nicht akut, wie das war, aber es war anders. Das weiß ich wohl. Die 2,3 kriegen wir leider nicht mehr. Ich kann gut rechnen. Kriegen wir nicht mehr rein. Kriegen wir wohl rein. So, hier haben wir noch ein bisschen Werkzeug. Da geht auch nicht mehr viel rein. Aber so ein Messerchen oder so ein Beil. Ne, Beil passt nicht. Was haben wir denn noch an. Ach, guck mal, schau. Hier Kleidung haben wir noch einiges. Da zerrüppeln wir mal ganz kurz eben schnell. Wie zum Beispiel dieser, was auch immer ein Kaban ist. Aktionen zerlegen. Für 2 Stoff machen wir. Und dann gucken wir mal, dass wir uns diese Folge lang jetzt erstmal einmal komplett durchsortieren und in der nächsten dann uns aufbrechen, uns auf den Weg machen mit dem ganzen Gepäck, was da rum hat. Also ich wollte, wie gesagt, in erster Sache die Naturprodukte mitnehmen, weil irgendwie scheint da ein Fehler zu sein, dass der nur das Achievement quasi freischaltet, wenn man die alle auf einer Karte hat oder alle im Inventar gleichzeitig oder irgendwie sowas. Auf jeden Fall habe ich 25 von jeder Sorte gesammelt, das weiß ich, und ich habe es noch nicht. Also entweder verscheißert mich das Spiel oder es ist halt so, wie ich es gerade gesagt habe. Und ich glaube, es ist halt eher so, wie ich es gerade gesagt habe, weil ich glaube nicht, dass das Spiel mich verscheißern will, weil ich glaube, das gibt kein Plugin, was irgendwie sagt, ey, Spiel, verscheißert den Spieler. Außer eventuell, nein, ich weiß es nicht. Gut, die Medikamente lassen wir auch hier. Wo hat man die Medikamente? Da. Da waren sie. Was war das denn jetzt? Wow, wenn man nicht mehr überladen ist, geht es aber flott mit dem Sprinten. Also wenn man fast nicht mehr überladen ist, meine ich damit. Oder macht man hier richtig Meter mit? Ich glaube, damit kommt man von dem Wolf weg. So, die kommen raus. Die nehmen wir mal mit. Den Verband lassen wir auch mal gerade hier. Wir sind immer noch überladen. Ich weiß nicht, warum. Haben die jetzt irgendwas reingepackt, was sich irgendwie stackt oder sowas? Hm. 2 Kilo, ja, hier das Riesenbrett, das brauchen wir natürlich eigentlich nicht mitnehmen, aber was wiegt denn jetzt so viel? Hier ist alles voll. Da passt nichts mehr rein. 2x Beil wiegt natürlich was, die Bücher. Und dann die Bücher fliegen auf jeden Fall mal raus jetzt hier. Das ist ein bisschen sehr viel Gewicht. Warte mal, jetzt müssen wir mal kurz alles durchgehen hier. Aber warum bin ich denn so überladen? Oder sind halt wirklich einfach nur in Summe.
Das Gewehr haben sie schwerer gemacht, glaube ich. Das hat niemals an standardmäßig 4,6 Kilo gewogen. Das kommt aber auf jeden Fall mit rüber, das sage ich dir aber. Lassen wir erstmal die ganze Mümmelmasse hier drüben. Müssen wir halt ein paar Mal laufen. Kann ja auch nichts für. Boah, da macht richtig Spaß mit dem Sprinten jetzt. Man macht ja richtig Meter. So, lassen wir mal die ganzen Fresseralien hier. Das Ding bleibt auch noch hier. Die Limonade kommt drüben in den Schrank, ist ganz klar. Kondensmilch, haben wir die jetzt essen oder trinken gemacht? Das ist ja eigentlich trinken, ne? Schokoriegel brauchen wir auch hier. Genauso wie die Bohnen. Ich mag Bohnen. Ah, hier die Rohrkolbenstängel müssen wir auf jeden Fall mitnehmen. Vielleicht nicht alle, aber auf jeden Fall einen Schwung, weil das ist ja auch dieses Pflanzenprodukt. Vielleicht braucht ihr auch beide davon. Bin ich mir jetzt nicht hundertprozentig sicher. Wo ist denn das Fleisch hin? Hat man nicht einen Fleischschrank? Warst du der Fleischschrank? Hallo? Ja, du warst der Fleischschrank. Mann, das ist so schwierig, wenn man schon so lange nicht mehr gespielt hat. Guck mal ein bisschen durcheinander. Apropos Fleischschrank, ich habe gerade ein bisschen Durst. Ah, guck mal, was habe ich da gerade gesehen? Das erste Hilfefenster wurde auch überarbeitet. Okay, so sind wir jetzt. Wir haben keine Leiden, das ist schön. Was haben wir denn hier? Wir können das einwerfen, das einwerfen. Das sind unsere Naturheilprodukte. Bartflechtenverband, Hagebuttentee und keine Ahnung. Originalwackener Schlammwasser oder sowas, wie das aussieht. Ich weiß es nicht. Warum ist hier Wasser drin? Und warum hast du eine Maske auf? Ich weiß es nicht. Vielleicht hätte ich mir den Changelog doch mal ein bisschen genauer durchlesen sollen. Naja, vorbei ist vorbei. Wir trinken und essen gerade mal ganz kurz was. ...750 Flöckchen drauf, das ist okay. Und das hier auch. Weil ich glaube, wir hatten noch sehr viel da drüben gelagert. Meine ich zumindest. So, jetzt haben wir noch 26,45 im Inventar. Das ist schon mal ganz in Ordnung. Dann krallen wir uns mal ganz kurz eben den ganzen Mist hier drüben. Hier ist nichts drin. Hier ist alles drin. Okay, nehmen wir mal die 47 davon mit. Die 8 davon. Die Rohrkolbenstängel nehmen wir natürlich mit. Stoff lassen wir gerade mal Stoff sein. Du alter Stoffel. Wir haben ja jetzt schon fast 25 von jeder Sorte, ey. 5 Stunden Tageslicht ist natürlich optimopti. Da lohnt sich richtig loszulaufen. Ich wüsste gar nicht gerade, was besser wäre als diese Idee. Nehmen wir die auch noch mit. Dann bin ich schon wieder fast überladen, ey. Komm, wir nehmen die auch noch mit. Fast überladen, sagt er. Fast. Nicht ganz. So, dann schlafen wir mal ganz kurz eben 4 Stunden bis zum Ende des Tages. Dann hauen wir uns nochmal richtig voll, schnell die Pöcke voll und dann ziehen wir mal los. So, was haben wir denn? Wir haben ein bisschen Hunger, wir haben ein bisschen Durst. Dann hauen wir uns mal ganz kurz eben. Was hauen wir jetzt mal ganz kurz eben rein? Die Dose können wir uns reinstopfen. Überladen! Und das essen wir auch einfach mal. Ist zwar roh, aber wird schon nichts, wird schon nicht schaden. Es sei denn, sie haben es jetzt reingepatcht, das weiß ich ja nicht. Wahrscheinlich verderbe ich mir jetzt direkt im Magen. Du bist zu satt zum Essen. Oh. Zu satt kann man doch eigentlich gar nicht sein, oder? Dann geht man mal kurz kotzen und dann geht's weiter. So, 1 Liter Wasser in der Tasche. Dann hauen wir uns mal ganz kurz eben rein. Supp. Ab ins Bett und 12 Stunden geknackt. Und dann würde ich sagen, machen wir hier auch mal einen kleinen Cut. Ich weiß, wir sind relativ. Ah, das ist ein bisschen zu zeitig. Weil jetzt loslaufen ist jetzt gerade ein bisschen blöd. Dann kann ich nämlich nicht pausieren. Irgendwo. Und das wäre jetzt nicht so ganz so in meinem Interesse. Essen wir mal ganz kurz eben hier die Dose. Also den Inhalt der Dose. Die Dose mitessen ist, ja, gut. Eisen braucht der Mensch halt auch. Aber nicht so viel am Stück. Und noch ein Schlückchen Wasser hinterher, weil ich denke mir, das Zeug dürfte ziemlich salzig sein. 0,06 Kilo. Haben sie die Dosen leichter gemacht? Haben sie die durch die Bank weg leichter gemacht? Kann das sein? Die waren vorher bei 0,3, ne? Ja, die haben sie ein bisschen leichter gemacht. 0,25 jetzt nur noch. Okay. So. Was mit dem Zeug hier? Ist es trocken? Fast getrocknet. Getrocknet.
natürlich praktisch, was ich jetzt hier gerade mache, weil den ganzen Scheiß muss ich ja auch wieder irgendwo einlagern, ne? Da ist kein Platz mehr drin. Da ist auch kein Platz mehr drin. Da ist auch kein Platz mehr drin. Ja, kacke. Wo packe ich den Mist jetzt rein? Frische Rehhaut. Getrocknet. Ach, guck mal, die frische Rehhaut. Die habe ich die ganze Zeit übersehen. Wahrscheinlich saß jetzt einer schon wieder so sabbern und geifern vom Monitor oder seinem Endgerät und hat gesagt, die Rehhaut, die tu dir mal raus. Tue ich jetzt auch. Wo haben wir die ganze Rehhaut her? Wahrscheinlich wieder von irgendeinem Wolf oder so. Frischer Darm. Alle ablegen. Na, getrocknet. Okay, wir sind auf jeden Fall jetzt stabil genug. Wir können jetzt losziehen. Dann machen wir jetzt mal ganz kurz einen Cut. Ich weiß, ist relativ kurz jetzt gewesen, die Folge. Das macht aber auch gar nichts. Weil, naja, das macht wohl was. Aber ich muss jetzt ganz kurz mal eben Cut machen. Ich muss los. Und dann sehen wir uns morgen in der nächsten Folge. Und dann machen wir uns auf den Weg zu, wo waren wir? Coastal Highway waren wir, glaube ich, gewesen. Und dann sehen wir uns. Bis dahin alles Gute und tschüss.